Ein kluges, witziges und böses Buch, titelte die FAZ über Wilhelm Genazinos neuen Roman »Wenn wir Tiere wären«. Herr Genazino, sollen wir Menschen jetzt alle wieder zurück zur Natur, wie Rousseau es auch schon gefordert hat, und quasi wieder zum Tier werden? So ein Zitat aus einer Zeitung darf man nicht so wörtlich nehmen. Also natürlich nicht. Wir hätten allerdings auch Erleichterungen, wenn wir Tiere wären. Nicht? Also mir fallen da immer zwei ein. Einmal hätten wir nicht den menschlichen Glückszwang. Also eine Ente, die irgendwo rumsteht, auf einem Bein und halb schläft, fragt sich nicht, ob sie gerade glücklich ist. Ein Mensch fragt sich das jeden Tag mindestens einmal. Und das andere, was wir los hätten, wenn wir Tiere wären, ist, dass wir nicht denken müssten. Eine Ente denkt auch nicht und ein Fisch auch nicht. Das macht auch nur der Mensch. Und es gibt viele Philosophen, die halten diesen Denkzwang für sein großes Unglück. Also macht gerade dieser Denkzwang den Menschen zum Menschen? Man kann das so sagen, weil das, wie sagt man heute, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Denn Tiere denken nicht, die fragen höchstens sich instinkthaft jeden Tag, wo kommt heute das Essen her? Und fangen dann sofort an zu suchen. Das ist eigentlich ihr eigener Trieb, ihr einzelner Trieb. Und gelegentlich von der Jahreszeit abhängig kommt auch noch die Brunft dazu, also die Fortpflanzung. Aber außer diesen beiden Dingen geschieht bei den Tieren nichts und das ist ihr großes Glück. Woraus haben Sie denn eigentlich Ihre Gesellschaftskritik in dem Buch entwickelt? Das ist eine, wie soll ich sagen, ein großes Füllhorn von menschlichen Erfahrungen, die ich im Leben schon gemacht habe. Also ich war ja nicht von Anfang an Schriftsteller, sondern ich war auch mal Angestellter. Ich war auch mal Journalist bei einer Zeitung. Dann war ich auch journalistisch tätig beim Radio und so weiter. Und da ist einiges zusammengekommen. Und das ist ein riesiger Fundus sozusagen, aus dem dann natürlich auch ich selber jetzt als Autor lebe. Sie haben ja vorhin schon Ihre Ente erwähnt, die wird auch im Buch weiter erwähnt, die eben es schafft, sensationell auf einem Bein zu stehen und gleichzeitig zu schlafen. Aus einer Banalität eine Sensation machen. Haben Sie dieses Handwerkszeug jetzt aus dem Journalismus gelernt und weiter im Buch verarbeitet? Das habe ich eigentlich überhaupt nirgendwo gelernt, sondern, wie soll ich sagen, das ist eine Eigenschaft von mir. Also ich sitze, das ist übrigens nicht erfunden, habe ich mal selber beobachtet. Also wenn man so im Sommer in einem Straßencafé herumsitzt und auf einem großen Platz und da treffen ja heutzutage sehr viele Tiere ein, unter anderem auch Enten. Und da habe ich einfach angefangen, die Enten zu beobachten und habe dann eine von diesen Vögeln, die hat eben genau das gemacht, was sie eben wiederholt haben. Und das hat doch mein großes Erstaunen und auch meine Verwunderung hervorgerufen, dass das war mitten in Frankfurt, also mitten in einem im allgemeinen Gewühl der Stadt, dass ein Tier noch nicht einmal sich von der Stadt sozusagen davon abbringen lässt, ihren privaten Ritus zu folgen und das zu machen, was es anderswo auch tut. Nicht, also und zwar jeden Tag. Und das bleibt den Menschen vorbehalten, jetzt wie die Ente handeln zu können und ihrem Ritus treu zu bleiben? Ich weiß es natürlich nicht so ganz genau, weil es gibt auch Menschen sozusagen, die wie Enten leben, also die einen richtigen Ritus haben, auch körperlich, also genau wie Tiere. Aber ich habe keine Einsicht, wie viele Menschen das tun und ob das sehr verbreitet ist oder weniger verbreitet. Ich vermute eher nicht, also weil die Menschen müssen ja, es wird ja große Bewegungsfertigkeit von ihnen verlangt im Beruf und was weiß ich, im Urlaub und im Familienleben und im Liebesleben auch. Also die können nicht sich irgendwo hinstellen und warten, bis der Tag vorbeigeht, sondern die müssen Geld verdienen und müssen einkaufen und müssen für ihre Kinder sorgen und so weiter und so weiter. Und das heißt, sie müssen mit einem sehr umtriebigen Leben klarkommen. Gerade da eckt ja auch der namenlose Protagonist Ihres Buches an, wenn wir Tiere wären.
Handelt es sich jetzt bei dem Buch eher um eine scharfe Diagnose der Gesellschaft oder eher um eine Prognose? Ich muss überlegen, ich fürchte weder um das eine noch um das andere, weil das Buch wird ja von der Optik eines Einzelnen aus erzählt. Und dieser Einzelne baut aus seinen eigenen Wahrnehmungen sozusagen die Gesellschaft erst auf in seinem Inneren. Und ich weiß nicht, wie sehr man das verallgemeinern soll oder kann. Also gewisse Teile stimmen bestimmt überein mit vielen anderen Menschen auch. Also ein gewisser Ekel am Alltag, ein gewisser Ekel auch an der ununterbrochenen Präsenzpflicht im Beruf, das hat er ja deutlich über. Und dieses, wie soll ich sagen, ein gewisses inneres Unbehagen darüber, dass er eigentlich keinen Ausweg hat, also dass das immer so bleiben wird. Und das ist ja gerade für ihn die Verlockung, infantil zu werden, also kriminell. Und weil er denkt, dadurch kann er sich einen Teil dieser Alltagspflichten vom Hals schaffen, womit er sich allerdings sehr irrt. Mhm. Genau, Ihr Buch ist eben auch gespickt mit diesen einzelnen Sequenzen des Misslingens vom Protagonisten. Zum Beispiel drängt ihn ja auch Maria, seine Freundin, Geliebte, je nachdem, wie man es auslegen möchte, dazu einen neuen Anzug zu kaufen. Und jetzt möchte ich gerne aus Ihrem Buch zitieren. Aber es hatte nur zu einem Fertigsalat in einem scheußlichen Plastikbecher gereicht. Jetzt trug ich mein Fertigschicksal in eine Fertigwohnung, wo ich einen Fertigabend vor dem Fernsehapparat verbringen würde. Wie sieht denn Ihr Feierabend aus? Mein Feierabend sieht also in der Regel so aus, dass ich mich als Kulturmensch betätige. Das heißt, ich bin entweder unterwegs, mache Lesungen, wie heute auch hier in Tübingen, oder ich habe selbst einen Auftrag auch fürs Fernsehen oder für Radio oder für eine Zeitschrift, mache ich irgendwelche Reportagen, bin also auch da unterwegs. Oder ich besuche Lesungen von Kollegen, die mich sehr beeindrucken. Und zum Beispiel? Peter Kurzeck. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Das ist ein Frankfurter Autor. Wahrscheinlich noch nicht so furchtbar bekannt, aber das wird er bestimmt werden. Und dem höre ich gerne zu. Und das ist ein Epiker, der schreibt Bücher, die sind dreimal so dick wie meines, was ich auch gerne mal täte. Aber ich habe nicht einen so langen Atem. Also meine Bücher, die sind eher immer so auf 180 Seiten, so wie auch dieses. Und dann geht mir langsam der Atem aus. Und das ärgert mich ja ein bisschen. Und dann zur Aufmunterung, wie gesagt, nehme ich diese dicken Bücher von Peter Kurzeck. Denke, eines Tages werde ich das vielleicht schaffen. Und irgendwann gehe ich dann auch ins Bett, weil ich auch müde bin. Dann schalte ich noch das Radio an und höre noch oder schon wieder eine Literatursendung. Und bin dann etwas erschöpft, denke ich so, jetzt habe ich aber wirklich genug von der Kultur, mache alle Geräte ab, schalte ich alle Geräte aus, drehe mich um, mache das Licht aus und schlafe tatsächlich wunderbar. Dann wünschen wir natürlich noch viel Erfolg weiterhin beim dicken Wälzern probieren und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen für das Interview.